Überraschend. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind.
immer wieder überraschend. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind. Hallo, hallo, guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir grüßen hier aus unserem kleinen Finde-Zukunft-Studio. Das haben wir mal ganz kurz improvisiert aufgebaut mit dem Piano meiner Tochter. Aber noch viel wichtiger, daran sitzt Michael, den ihr schon ganz viel kennt aus unseren, genau, Finde-Zukunft, Musik, Sachen, aus den schönen Meditationen, aus dem Finde-Zukunft-Journal, aus ganz vielen Dingen, die wir hier auf dem Instagram teilen. Und wir dachten, wir laden euch nochmal persönlich ein für Samstag, für den Finde-Zukunft-Tag. Und das ist ein ganzer Tag voller Impulse. Anna-Laura wird was zum Thema Storytelling, Finde eine Story machen. Wir werden Bewegung haben, wir werden viel Nachdenken haben. Und Serge und ich wollen ein paar Mythen aus der Welt schaffen, dass es nicht immer um Produktivität und neue Tools und Performance geht, sondern dass wir vielleicht eine gesunde Haltung zum Leben entwickeln. Und mein Stichwort ist ja immer, wo ich viele Worte, so wie jetzt, brauche, braucht Michael nur ganz wenige Töne. Und deswegen sitzen wir hier mit ein wenig Abstand, aber sowieso ganz sicher und durchgetestet miteinander. Haben zwei wunderschöne Neonröhren als Begleitung. Und ich würde vorschlagen, einfach Michael spielt noch was. Und wer jetzt gerade zuschaut, hat wirklich diese einmalige Gelegenheit, das nächste Stück zu hören, was unique ist, was nur einmal jetzt so stattfinden wird. Und ja, folgt Michael Nickel auf seinem Instagram-Account, da gibt es ganz viele schöne Dinge zu entdecken. Manchmal sieht er da auch ein analoges Foto aus Lissabon, das stammt vielleicht dann aus meiner Feder. Aber zusammen versuchen wir einfach Dinge zu kreieren, die euch hoffentlich helfen, ja, schöne Dinge zu entdecken in eurem Leben, in euch selbst und die euch helfen, besinnlich, achtsam, sinnvoll, sinnerfüllt in eine Zukunft zu kommen. Genau. So viel von mir. Wenn ich jetzt weggehe aus dem Bild, das ist ganz geschickt, dann sollte die Kamera scharf schalten auf Michael. Thank you.
Ja, wir wünschen euch noch einen schönen, schönen Abend und machen das vielleicht morgen Abend spontan nochmal. Dann ist es bei euch 8 Uhr und machen jetzt shameless noch einen Trailer für Samstag. Und wir sagen immer, bei Finde Zukunft am Geld soll es nicht scheitern. Wenn ihr auf unserer Webseite euch umschaut, kommt gerne dazu und schreibt uns, wenn zum Beispiel der Preis für euch zu hoch ist, darum geht es gar nicht. Wir wollen gemeinsam eine gute Zeit haben, es soll sinnvoll sein. Und wir spielen nochmal einen Trailer für Samstag und da wird Michael auch ganz viel spielen. Bis dahin, schönen Abend. Immer wieder überraschend. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind. Überraschend. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind.
Thank you.
Hey, ihr seid ja noch da. Okay, wir sind auch noch da. Da hinten ist Michael. Genau, und gerade haben wir euch ein bisschen was von den Lissabon-Aufnahmen vorgespielt. Das ist aber alles sozusagen live. Mal live aufgenommen und live abgespielt. Und naja, wir haben hier das schöne Keyboard. Das sind so A, B, C, D, E-Tasten von meiner Tochter. Das ist ganz wunderbar. Und das haben wir aber an Michaels Lieblingspiano, einem Berlin-Piano, aufgenommen im Computer, angeschlossen, sodass Michael jetzt tatsächlich live spielen kann. Das ist also kein Fake. Und wir machen das, weil wir uns mal wieder sehen, weil wir Musik lieben, weil wir uns auch ganz gern mögen und das so feiern und weil wir mit euch jetzt ein bisschen Community haben. Und ihr wisst schon, wir müssen auch ein bisschen Werbung machen für Samstag, weil beim Finde Zukunft-Tag wird Michael den ganzen Tag ganz viel spielen und die ganzen tollen Teilnehmerinnen werden zuhören, die Teilnehmer, aber die ganzen Speaker müssen nicht so viel sagen, weil Michael so schöne Musik spielt. Wir hoffen, es geht euch gut. Und jetzt ist Michael super, super live, aber wir machen das ganz shameless, ganz shameless, nach einem kleinen Trailer für Samstag. Guckt mal, wie ihr da erkennt. Und dann spielt Michael live. Und wer Michael kennt oder schon mal in seinem Leben getroffen hat, möge das bitte im Chat schreiben. Wir sind auch dabei im Chat. Und schreibt doch rein, wo ihr Michael oder auch mich schon mal getroffen habt. Kimutoki, ich mache einen kleinen Trailer und dann spielt Michael live. Immer wieder überraschend. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind. Thank you.
Thank you.
Genau, seid ihr immer noch da? Weil normalerweise, wenn Michael und ich was zusammen machen, dann müssen wir das über Zoom machen oder so, weil Michael in Berlin sitzt und ich in Lissabon. Und jetzt sind wir aber mal in einem Raum und können eine Technik nutzen und können dann sogar Stimme und Musik sorgenfrei kombinieren. Können sogar gemeinsam singen, aber das lassen wir jetzt für euch. Genau, und ich lese uns was, eine Konzentrationsübung. Das ist sowas wie eine Meditation von Dorothee Sölle. Da haben wir auch ein schönes Plakat gemacht, das hat der Valentin gemacht. Und Michael spielt dazu. Und diesmal müssen wir uns keine Sorgen machen, dass der eine oder den anderen den Ton wegnimmt, wie das jetzt zum Beispiel bei Zoom-Konferenzen oder so ist, weil wir in einem Raum sind. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch einfach entspannen. Vielleicht seid ihr in einer ruhigen Situation, hoffentlich. Wenn ihr nicht gerade beim Autofahren seid, könnt ihr auch die Augen zumachen und das genießen. Und genau, hört mal zu. Michael fängt an zu spielen und ich lese uns dann was vor. Wenn ich ganz still bin. Kann ich von meinem Bett aus das Meer rauschen hören? Es genügt aber nicht ganz still zu sein. Ich muss auch meine Gedanken vom Land abziehen. Es genügt nicht, die Gedanken vom Festland abzuziehen. Ich muss auch das Atem dem Meer anpassen, weil ich beim Einatmen weniger höre. Es genügt nicht, den Atem dem Meer anzupassen. Ich muss auch Händen und Füßen die Ungeduld nehmen. Ich nicht verlasse. Es genügt nicht, das Ich zu lassen. Ich lerne das Fallen. Es genügt nicht zu fallen. Aber während ich falle, mir entsinke,
höre ich auf, das Meer zu suchen, weil das Meer nun von der Küste heraufgekommen, in mein Zimmer getreten, um mich ist, wenn ich ganz still bin. Thank you.
Jetzt haben wir unseren Livestream doch noch verlängert, spontan. Und der Michael darf natürlich auch was trinken zwischendurch. Und wenn ihr, ich sehe schon ganz viele, die schöne, schöne kleine Gesten im Chat mitgeteilt haben, hier Mutoki und da ist der Michael. Und er trinkt ein portugiesisches Nationalgetränk. Und mal gucken, ob wir das gleich merken beim Klavierspiel. Da ist ein ganz, ganz bisschen Alkohol drin. Vielleicht spüren wir das gleich beim Klavierspiel gleich noch an. Und wir proben ein bisschen für Samstag, für den Zukunftstag. Ich gebe mal Michael das Mikro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
schön, dass ihr gerade so zuhört. Voll schön. Das ist total so aus dem Effekt heraus. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selbst voll im Flow seid. Das ist so ein gigantisches Gefühl. Ich wünsche das, ja genau, so ungefähr. Wünsche ich alle, die ihr gerade zuhört, dass ihr diese Momente spüren könnt. So cool. Genau, einfach diese Momente, wo man sich selbst wirklich so ganz vergessen kann und ganz bewusst mal aussteigt, ne, sozusagen, aus dem, was gerade so immer wieder so man abspielen muss. Und dann kommt manchmal was ganz Schönes dabei raus. Öffnet sich ganz was Neues für zukünftige Perspektiven. Immer wieder überraschend. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind. Hallo, wir wollten noch Tschüss sagen. Das war Michael heute Abend. Ihr seht ihn in seinem Profil. Wir schreiben gleich nochmal das Profil rein. Ja, genau. Also voll schön, dass ihr hier mit am Start seid. Und ihr habt es eben schon gesehen, der Trailer am Samstag gehen wir nochmal so richtig online mit ganz viel Content. Und es wird sehr, sehr schön. Also kommt da auch gerne vorbei und checkt das mal aus, was da so geht. Genau. Und ich sage ja immer, wo ich viele Worte brauche, da spielt Michael einfach ein paar Noten. Und Samstag gibt es noch ganz viele Noten von Michael. Ihr habt den Trailer auch gerade Jules gesehen, mit der haben wir heute schon ein paar Kräuter hier erkundet in Portugal und da sind auch ganz viele aus Deutschland dabei. Wir freuen uns auf euch. Ich spiele noch einmal den Trailer ganz shameless ab und wir wünschen euch eine gute Nacht, Bonoite. Ja, gute Nacht mit dem schönen Neonlicht im Hintergrund, ein bisschen Partystimmung, ein bisschen Clubbing, wenn es nicht möglich ist gerade. Immer wieder überraschend. Intuitiv wollte ich mich nach rechts drehen. Und es ist erstaunlich, wie doch manchmal die Köpfe miteinander verbunden sind.